Ja, Cello, erste Runde der FIPO-Pokal ist geschafft. Wie lautet dein Fazit? Ja, wir sind glücklich erstmal darüber, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind. Haben ein gutes Spiel gemacht, verdient so hoch auch gewonnen und darüber sind wir glücklich. Yeah, it was a game that we knew we were the favorites to win and we managed to do that. First half was not the best performance, but second half I think we stepped up and was better. But like I said, it doesn't really matter the result. We just needed to win the game and we managed to do that and we threw to the next round, so that's good. Am Samstag geht's nach Fürth. Das Team von Alexander Zorniger hat bis jetzt einmal 5-0 gegen Paderborn gewonnen und einmal 2-1 in Kiel verloren. Kann man das Team jetzt schon einschätzen nach 2 Spieltagen oder ist das noch zu früh? Ich glaube, für diese Saison ist es schwierig, aber ich glaube, man hat gesehen, seitdem der Trainerwechsel stattgefunden hat, seitdem er da ist, wie die Spielweise sich entwickelt hat bei Ihnen. Es ist eine sehr intensive Mannschaft, spielt sehr, sehr stark nach vorne, verteidigt sehr, sehr hoch und es wird auf jeden Fall ein intensives Spiel werden für uns und da müssen wir auf jeden Fall gegenhalten. Yes, it's a good team. I think they are a bit stronger than last year, so we really have to be on our toes to be able to get 3 points, but that's the goal when we go there, to get 3 points. So we have to really be 100% everyone. In der letzten Saison gab es ja in Fürth ein Unentschieden, bei dem du auch getroffen hast. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Und zu Hause das 2-1, wo ihr das Spiel nach frühem Rückstand noch drehen konntet. Was könnt ihr vielleicht aus dem Spiel noch mitnehmen? Ist ja nicht so lange her. Ja, gerade aus dem Rückspiel können wir einiges mitnehmen, weil wir da gesehen haben, wie Fürth presst, wie intensiv sie Fußball spielen, dass wir da keine Überraschung erwarten können, sondern dass wir davon ausgehen, dass sie genau das auch wie in den ersten beiden Spielen genauso durchführen werden und deswegen müssen wir gut gewappnet sein. And they press a bit different than the other teams in this league, which we know. So yeah, it's a tough game and you have to be ready from the first seconds, which I hope we will be. Okay, thank you.